Abflug für den Club. Die Mannschaft des FCN hat das kalte und verschneite Deutschland verlassen und sich gen Spanien verabschiedet. Bei angenehmen Temperaturen in Benahaves, nahe Marbella, will das Team den Grundstein legen für eine gute Rückrunde. 9 Tage stehen auf dem Programm, gespickt mit intensiven Trainingseinheiten und 2 Testspielen, um für die 2. Saisonhälfte bestens gerüstet zu sein. Und so ging es, trotz 2-stündiger Verspätung, gut gelaunt und zuversichtlich Richtung Iberische Halbinsel. Ja, sehr gut. Also wir sind ja leider später angekommen, nachdem in München doch die Schneefälle dem Flughafen etwas zugesetzt haben. Aber wir konnten dann trotzdem nur trainieren, also auch wenn wir zur vorgerückten Stunde auf den Trainingsplatz erst eingetroffen sind. Aber so wie gesagt, die Bedingungen sind gut. Es ist, denke ich, eine andere Temperatur, auch wenn es am Abend auch hier schon frisch ist. Aber trotzdem, der Platz ist top in Ordnung und ich denke, dass wir heute auch vor dem ersten Training dass wir alle ganz gut unterwegs waren. Direkt nach der Ankunft im Hotel versammelte Michael Köllner sein Team auf dem Trainingsplatz, um die Müdigkeit aus den Beinen zu laufen und sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Und jetzt gehen wir, komm, einfach ein bisschen raussteigen und dann zu den Trainern kommen. 31 Spieler standen auf dem Platz, darunter auch die U21-Spieler Tobias Kraulich, Erik Engelhardt und Philipp Halas. Und alle waren voll dabei. Einzig der verletzte Kevin Goden absolvierte nach dem Aufwärmen ein individuelles Programm. Gearbeitet werden soll in den nächsten Tagen an verschiedenen Schwerpunkten, um die Fehler aus der Hinrunde nicht zu wiederholen. Wir müssen, glaube ich, in den Systemen besser werden, müssen schneller Fußball spielen, müssen besser verteidigen, also an allen Themen, die letztendlich ein Spiel betrifft. Also müssen vorne natürlich mehr Torchancen rausspielen, effizientere Torchancen verwerten. Ich denke, das ist das große Manko jetzt auch der Vorrunde gewesen, dass wir, denke ich, glaube ich, ganz ordentlich gespielt haben, aber am Ende der Ertrag einfach zu schlecht war. Und da müssen wir daran arbeiten, eine Effizienz besser hinzubekommen und vor allen Dingen auch, wie gesagt, dann die Spiele, wenn sie gut für uns laufen, am Ende auch für uns entscheiden zu können. Dafür liegt bei allen Beteiligten der Fokus ganz auf dem Ziel Klassenerhalt. Damit auch in der kommenden Saison Bundesliga-Fußball in Nürnberg zu sehen ist.